schönen guten Morgen vom Snubben Campingplatz hier in der Nähe von dieser großen Brücke, über die wir gestern drüber gefahren sind. Ganz ruhige Nacht und am Abend hat es ein bisschen geregnet und heute Morgen wieder blauer Himmel und relativ warm. Darum haben wir jetzt mal ein bisschen am Oski rumgeschrubbt. Mal die Front- und Seitenscheiben wieder auf Vordermann gebracht, das war echt mal nötig. Und ja, wunderbares Wetter heute, aber wir werden trotzdem ein Stück weit fahren in die Region von Falun. Hoffe ich zumindest. Weil das sind dann doch deutlich über 300 Kilometer, 370 fast. Und ob wir das schaffen, keine Ahnung. Der Schnitt ist ja hier in Schweden doch durchaus etwas höher als in Norwegen. Hier schafft man so 65 bis 70 Kilometer pro Stunde im Schnitt. Und aber die E4 hier im Osten, das ist eine Straße, naja, die ist irgendwie auch ein bisschen speziell. Weil die Höchstgeschwindigkeit, die man fahren darf, die ändert irgendwie alle 2 Kilometer. Dann ist es wieder zweispurig, dann ist es dreispurig, dann darf man wieder nur 70, dann wieder 110, 60, 80, 90, alles dabei. Und ständig muss man aufpassen, weil das sind sehr viele Blitzer hier. Und drum werden wir dann heute irgendwann von der E4 abbiegen. Falun liegt ja weiter im Landesinnern und dann irgendwie eine normale Hauptstraße neben dorthin. Ja, wir fahren einfach mal dem Navi nach. Und wenn wir da nicht mehr mögen, dann fahren wir dann irgendwo zum Übernachten. Park One Night wird schon irgendwas ausspucken. Das muss auch sein. Vorräte auffüllen, aber nicht bei IKEA, sondern da. Im Aufbau begriffen das Frühstücksbuffet. Heute ist definitiv der wärmste Tag seit langem. Wir haben steifen Wind aus Süd, fahren da gegen den Wind an, merkt man, man muss ganz schön Gas geben. Und es sind 20 Grad draußen, teilweise. Nicht viel, wir schwitzen richtig. Viertel nach vier. Ganz schönes Gegurke heute. Es zieht sich. Drum machen wir mal Pause. Kann man machen, dieser Pausenplatz. Die Wurz nennt sich der. Ne, der ist direkt an der Straße. Aber die ist jetzt nicht sehr befahren hier. Die Verbindung von der Ostküste nach Falun ist echt entspannt. Durch die Kiefern. Plumpsklo, Liegewiese, Badestrand, Oski. Ja, jetzt ist es gleich 5:30 um 11. Kurz nachher ist er mal losgefahren. 370 Kilometer. Langt. Irgendwie, ja, man kommt einfach nicht voran. Naja gut, wir waren ja noch einkaufen und haben dann noch eine Pause gemacht. Aber es zieht sich schon durch Schweden auch. Fast so schlimm wie Norwegen oder Island. Aber schöne Kilometer. Besonders die Kilometer, nachdem wir von der E4 runter sind, quer durchs Land, echt sehenswert. Und also ein Tipp von mir, ich glaube die E4 ist nicht so viel schneller wie irgendwelche Inlandstraßen. Und die Inlandstraßen sind allesamt schöner und eigentlich auch besser zu fahren. Weniger Verkehr und weniger hin und her mit den Geschwindigkeitstafeln. Da vorne hat es noch eine Infotafel, also wenn ich das richtig übersetze, darf man hier nicht
Wohnwagen hinstellen und die Autos dürfen nicht hier auf die Wiese. Das verstehe ich auch. Und von Husbil steht jetzt nichts. Von Camping steht da auch irgendwas. Also Campen sei, glaube ich, verboten. Naja, wir stellen es einfach mal hin. Ich glaube nicht, dass das jemand merkt. Und der Platz hier ist auch im Park for Night drin. Und da gibt es, glaube ich, keine schlechten Erfahrungen. Ganz im Gegenteil, der ist da sehr gut bewertet. Davon ist ja die Einfahrt und ja, das sind ungefähr 100 Meter zur Straße und ja, die hört man leicht rauschen, aber absolut keine Sache. Wir hätten jetzt auf dem Weg hierher sicher noch an 100 anderen Stellen halten können und reinfahren können. Es gibt überall Möglichkeiten, vor allem im Wald. Wenn du einen See in der Nähe hast, ist in der Regel an den Einfahrten eine Schranke und hinter der Schranke ein Haus. Aber im Wald gibt es überall schöne Plätzchen. Was auffällig war in den letzten Wochen, hier oben ist es immer lauter geworden, insbesondere beim Fahren, aber auch wenn es gestürmt hat. Und das originale Dichtgummi, das hat sich irgendwie gesetzt. Das dichtet nicht mehr hundertprozentig ab. Und jetzt habe ich mal von unserer neuen Badematte da was draufgelegt. Die ist ungefähr 4 mm dick. Und jetzt ist wieder Ruhe. Das heißt, ich werde das noch irgendwann mal professionell machen. 4-5 mm Moosgummi holen in der Breite 2 cm wollte ich sagen. Und dann kommt das da oben auf das Gummi drauf und dann ist es wieder ruhig. Schönen guten Morgen aus der Nähe von Lexand. Wir sind abfahrbereit und die Route habe ich heute mal eingegeben in Richtung Süden. 288 Kilometer sagt das Navi, 5 Stunden 42 Fahrzeit. Ja, das wird wahrscheinlich ungefähr hinkommen. Nach Süden geht es definitiv auch nicht schneller, als es nach Norden ging. Nein, wir stehen nicht in Landquart oder in Deutschland irgendwo, sondern in Borlänge. In Schweden. Wer hätte es gedacht? Ja, Borlänge habe ich vorher auch noch nie gehört. Ist doch irgendwie eine größere Stadt. Und ja, wir holen jetzt hier mal die Frühstücksbrötchen. Wir brauchen nichts. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal hier in Borlänge im Ikea, was denn in Schweden so im Ikea alles für schöne Sachen sind. Aber wir wollen gar nichts kaufen, nur gucken. In etwa so sieht das aus, wenn man bei Ikea nichts kauft. 49 Franken haben sie uns abgeknöpft. Wir stehen jetzt im Feierabendverkehr der Stadt Örebro. Von der habe ich vorher noch nie was gehört, aber es ist noch eine recht große Stadt. Macht so den Anschein, als hätte es ungefähr 200.000 Einwohner. Und der Jens kennt es nicht. Die Sonne scheint, heute wieder ein Deepwood-Platz, tief, tief im Holz, im Wald drin. Und der eigentliche Platz, der ist 200-300 Meter von hier und ist schon besetzt. Da steht ein Schwede drauf und es hat wirklich nur für ein Auto Platz dort. Und dort hätte es noch eine Feuerstelle und einen Blick auf den See. Und hier stehen wir halt jetzt einfach im Wald drin. Aber noch so ein bisschen zurück von der Straße und somit wahrscheinlich noch ein bisschen ruhiger. Aber die Straße da vorne, das ist jetzt wirklich keine Straße, wo viel Verkehr ist. Ich denke, ein Auto pro Stunde tagsüber und nachts ein Auto pro 12 Stunden.
Und dort hinten ist dann die Schranke, da geht es auch nicht weiter. Da kommt man dann wahrscheinlich irgendwann wieder zum See runter. Aber ich glaube jetzt nicht, dass heute Abend noch jemand kommt, der dort rein will. Boah, ein Pilz hat das hier, das ist ja voll krass. Der hier wäre jetzt, glaube ich, nicht essbar. Das sieht ein bisschen aus wie ein Fliegenpilz. Ja, da drüben auch alles voll. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht. Viele Bilder hat es ja heute noch nicht gegeben, weil erstens das Wetter nicht sehr gut war und zweitens wir relativ lang gefahren sind auch wieder. Jetzt ist es 5 und jetzt scheint ja die Sonne noch und Zeit für einen kleinen Drohnenflug, würde ich sagen.